Hallo Leute, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man die Kompression bei einem Quad misst. Was müsst ihr zuerst das machen? Zuerst braucht ihr ein Set zum Kompression messen, einen Kerzenschlüssel, natürlich das Quad. Und was machen wir als erstes? Wir ziehen den Kerzenstecker ab, hier, drehen die Kerze raus, mit dem passenden Kerzenschlüssel natürlich, machen ihn rauf. Und wenn die Kerze raus ist, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Kerze ist raus. Sie hier. Das ist das Kompressionsmessgerät. Gibt es günstig auf eBay. Meins hat nur 10 Euro gekostet. Reicht auch zum Kompressionmessen. Was müssen wir machen? Wir haben hier verschiedene Adapter. Die brauchen wir nicht. Eine Messuhr und einen Schlauch. Was machen wir? Die Adapter. Meinen passenden habe ich schon dran. Drehen wir hier auf den Schlauch oben rauf. Wo ist die Kamera? Da oben rauf. Das Gewinde passt ins Kerzenloch rein. So, das schrauben wir jetzt rein. Und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns dann nochmal gleich wieder. So, der Schlauch ist dran. Als nächstes nehmen wir die Messuhr und klinken sie hier ran. Dann ziehe ich den runter und schiebe ihn da so rein. Reinschieben, kleine Pause, gleich geht's weiter. So, wenn ihr die Messuhr jetzt dran habt, Schlauch dran habt und alles weitere dran ist, drehen wir den Zündschlüssel um. Müssen beim Messen natürlich dann Vollgas geben. Das mache ich jetzt nicht. Ich zeige euch jetzt den Unterschied zwischen nicht Vollgas geben und Vollgas geben halt, wenn ihr die Kompression misst. Jetzt drehen wir den Anlasser, guckt auf die Uhr. Ohne Gas zu geben, sind wir bei ca. 6 Bar. So, gleich zeige ich noch, wie es bei Gas geben aussieht und dann bis gleich. So, jetzt habe ich nochmal die Kompression mit Vollgas gemessen. Siehe, 9 Bar, sind schon wieder 2 Bar Unterschied. Das ist relativ einfach, die Kompression zu messen. Den Adapter mit dem Schlauch und der Messuhr ins Kerzenloch. Gas geben oder nicht, also doch Gas geben und Punkt, habt ihr es raus. So. Dafür braucht ihr dieses Messset. Das stelle ich euch zu den Link in die Beschreibung und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.